Du hast mir ein Energy geholt, aber nicht dir selbst? Ich habe nur noch so wenig Bargeld dabei gehabt, dann habe ich mich geopfert. Was für ein verdammter Ehrenmann. Kann ich davon jetzt einen Schluck, oder? Ist doch meiner. Wir machen heute wieder mal eine Try Not To Love Challenge. Sollen wir wieder mit Bestrafung? Also wir haben uns keine Bestrafung überlegt. Irgendein Tweet raushauen. Der Verlierer muss einen Tweet raushauen. Ja. Okay, machen wir das. So, ich habe ja einige Videos vorbereitet, liebe Freunde. Wir fangen mit einem BTS-Video an. Oh my God! So amazing, man! Mega amazing, man! Very fun, man! We got you, man! This guy's a skateboarder. My God! Oh my God! Skateboarder, man! Only English. Yeah. Worldwide worldwide buzzer. Oh, English. Real English. Real English. Dummer Bocklin, es wird wieder Zeit. Seid ihr ready? 3, 2, 1, let's go. Schatztruhe im engen Tal. Im engen Tal. Wie mache ich das denn jetzt? Wo seid ihr? Zeigt euch! Ich glaube, ich verliere die Rübe auch, wenn die mich treffen. Scheiße! Bei diesem einen Part eben bin ich fast gestorben. Ich glaube, ich bin kurz rot geworden im Gesicht, dadurch, dass ich nicht lachen durfte. Das burnt sich so richtig rein. Shit. Oben auf der Mauer. Der Berliner Mauer. Den als Emote, wenn jemand zappt. Das Ding ist, mein Plan war es, nochmal zurückzuspulen und dir das nochmal zu zeigen in der Hoffnung, dass du lachst. Und dann lache ich. Ich habe mir meine eigene Falle gestellt. Ich, oh, bin so, ich bin so geistesgestört, Junge. Ja. Weißt du, normalerweise bin ich nicht so... Das war so knapp. Ja. YouTube-Money vom Dezember ist da, nice. Gönnung. Oh, das war ein richtig gutes Video, jetzt mal no joke. Okay, kennst du Betrunkene schreiben Drehbücher von Joko und Klaas? Die holen betrunkene Leute und die müssen halt so ein Drehbuch schreiben. Schau einfach, das ist ziemlich funny. Diese Menschen werden unser Tatort-Drehbuch verfassen. Ungefiltert sollen sie die Storyline für einen Tatort liefern. Die sind halt übertrieben strong. Ja. Die müssen halt erzählen, wie die Story abläuft, ihre ausgedachten Sätze sprechen und das wird quasi verfilmt. Okay. Der eine wird sagen, ja, boah, der hätte ich jetzt lieber gerne einen Hamburger. Ja, lass mal vor der Ermittlung mal ein Puffchen. Oh mein Gott, das ist eklig. Ja, der ist abgemurkst worden. Wann ist das passiert, ne? Wieso ist das passiert? Wer war der Täter? Wer hat ein Motiv, wer hat ein Alibi? Das ist so schwer. Alter. Das ist so schwer. Gibt es irgendeinen YouTuber, der das gemacht hat, das YouTube-Format? Ja. Ist aber auch super aufwendig, ja, ja, ne? Ja. Hier liegt eine Rechnung von einem Pizzaboten. Warum liegt die auf dem Boden? Vielleicht war der Pizzabote das. Oh mein Gott, Blut an euren Händen! Noch mehr Alkohol, ich ausdrücken. Also, gepackt und dann so, ey, du Penner, ich dachte, wir wären Freunde und so, ja. Und welche Musik würde über diese Szene laufen? Das war oft übertrieben knapp. Richtig krass. Also ich Format. Bin, das ist wenn eine man Art... Lacht, hat man keine Seele. Genau, wenn du lachst, hast du keine Seele. That was cool. Thanks. You're welcome, bro. We'll now begin the push-up section. Ready? Begin. Down. Ach, deswegen heißt das Video If You Do Love, You Have No Soul. Junge, das ist ja verstörend, Mann. Kennst du das? Nee. Das kennst du nicht? Nee. Okay. Hey, sorry, Mr. Call. I love you. And I miss you. I really want you to call me back. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Das war erst so schlimm. Was ist denn das Witzigste hier? Ich weiß gar nicht, was gibt's denn? Die gruselige Folge. Wir gucken jetzt die gruselige Folge. Okay. Darf man wirklich seinen Augen trauen? Betrachten Sie diese Figur. Die rechte scheint etwas behinderter zu sein als die linke. Vertauschen wir sie. Welche ist nun der größere Spaß?
Die Wahrheit ist, dass beide genau gleich kacke sind. Und schauen Sie genau hin. Yeah! Woohoo! Komm her, Süße, wir sind hier. Genau. Oh. Oh, komm da wieder runter, Jerry. Jerry, hör auf damit. Woohoo! Nein. Oh. Ich glaube, du spinnst total. Ich komme gleich. Wieso ist Jerry Bradley von Mary gefallen und brach sich den Rücken? War es nur eine Illusion? Junge, was ist das für ein schwitziger Blick, Alter? Endlich steht es 1-1. Oh. Holy fucking shit. Oh. Tanzverbot und der Kurt-Burger vor 3 Monaten. Just so, boom, yo, the thing goes. Was sich hier vor meinem Gesicht befindet, ist Wasser, Leute. Ist womöglich der beste Bestellburger. Ich habe bei Kanachen bestellt, ich habe bei Corle Pizza bestellt, ich habe bei Dönerläden bestellt, ich habe auch bei zum Beispiel McDonald's bestellt, bei Burger King bestellt, ich habe bei Call Döner bestellt, ich habe bei McBurger bestellt, ich habe bei Pizza Donalds bestellt, ich habe bei Call McPizza Burger Donalds Läden bestellt. Ich habe es getan. Oh Junge. Diagnose Autismus. Ich werde ihn mal runterholen. Ich werde mir mal einen runterholen. Da läuft diese Suppe schon runter. Tücher würde ich euch empfehlen, weil die Soße, die kommt schon ein bisschen raus. Diese Wie. Es gibt entweder extrem gute YouTube-Kacke oder extrem beschissene YouTube-Kacke. Ja, ja. Aber es gibt nur diese beiden Extremen. Ja. Das ist gut. Holy sch. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Glaube ich auch. Haben wir uns das auch mal angeguckt? Das kommt mir sehr bekannt vor. Hallo. Double Peace. Was ist dein Thema? Ja, ich. Wenn ich so wach bin, beziehungsweise wenn ich Langeweile habe, dann fresse ich einfach manchmal aus reiner Langeweile, aber ich weiß, dass es halt, das ist nicht gut, every day, every night in meinem Bauch drin. Warum machst du das? Das Endresultat über den Abend verteilt, gestern in mich reingestopft. Also ich bin natürlich kein Medizinfachmann, aber ich also so mein Laienwissen sagt mir, dass das schon sehr viel ist. Ist auch egal. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Okay. Dann wollen wir mal uns im Hintergrund mit dem Soziopathen noch weiter beschäftigen. Das ist so gut gemacht. Ich glaube, der ein oder andere junge Zuschauer könnte denken, das ist echt. Ja. Weil die Art und Weise, wie Domian darauf reagiert, passt einfach perfekt rein. Ja. So, jetzt steht es 1-1 und der Stream ist fast vorbei. Wir müssen uns jetzt etwas überlegen. Ich habe eine Idee. Okay. Das habe ich nämlich vor einiger Zeit mit A-Prime gemacht, ja? Fein lässt du sich Wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen uns gegenüber, trinken was, behalten es im Mund und starren uns an. Scheiße. Und derjenige, der es ausspuckt, hat halt verloren, Scheiße. Ne? Okay. Das machen wir jetzt, Freunde. Was jetzt? Okay. Alter. Oh nein, das kam aus dem Nichts. Er hat mir ein Bild von meinem Cousin gezeigt, wie er als reicher Araber verkleidet ist. Oh. So, danke für das tolle Gespräch. Ja, das gibt doch mal ein Like, würde ich sagen. Guck mal mit deinem Hintergrund. So, ach, wer ist denn das im Hintergrund hier? Heute gelernt, dass man lieber schlucken. Heute gelernt, dass man lieber schlucken als spucken sollte. Das soll ich wirklich tweeten. Such du dir aus, du kannst doch mal scrollen. Ja. Und ich lasse mich überraschen. Ab heute will ich wieder Victor genannt werden. Das soll ich machen. Ja. Ab heute will ich wieder Victor genannt werden. Punkt. Das war's? Ja. Oh. Oh Gott, Alter.
Oh nein. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Raindrop. Drop top. Smoking, no cooking, the hot box. Cookie.